Moin zusammen, eine weitere kleine Folge 3 Sternehof. So, wo fangen wir jetzt an? Das mit den Tieren müssen wir machen. Wir könnten die Kuhnstation befüllen. Dann brauchen wir hier noch Wasser. Dann haben wir eine neue Produktion. Die möchte ich euch auch noch zeigen, aber ja, wir haben jetzt so. Wo fangen wir dann jetzt an? Pass mal auf, wir fangen ja, komm. Ne, erst um jetzt mal Wasser kommen. Jetzt erstmal Wasser. Neuer Oldtimer. John Deere Modell 1. Glaube ich, steht in der Mod-Beschreibung. Aber ob das alles richtig ist, keine Ahnung, weil irgendwie fehlt da, glaube ich, auch noch eine Lampe. Oder hattet ihr nur eine? Keine Ahnung. Oh. Wasserfass ist voll, jawohl. Fährt nur 6 km/h. Also wenn man mal ganz viel Deckel zu, wenn man ganz viel Zeit hat, dann kann man mit dem fahren. Da freut sich wieder die Milchleitung im Stall. Sieht so schön aus, schöner Sound vor allem, aber ist halt eben sehr langsam. So. Erstmal Wasser. Ja, ich habe jetzt mal Tiere geholt. Und wir können uns ja auch die Strohballen kaufen. Dann kaufen wir uns halt eben jetzt erstmal, bis wir dann was Eigenes haben, weil ich würde gerne wieder in die Butterproduktion mit einsteigen. Dass wir hier mal wieder vorwärts kommen. Oh, ja, das wird. Es wird. So, dann gucken wir gerade. Kuhstall. Ja, da geht noch ein bisschen rein. Jetzt haben wir mal Stroh. Auch noch mit rein, weil wir können jetzt kriegen wir Mist und Gülle gleichzeitig. Also hätten wir vorher Gülle oder nur Mist oder nur Gülle. Wir bekommen jetzt Mist, Gülle und Milch komplett. Und wie das funktioniert, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar danke nochmal an Henry für die Freigabe des Links, dass ich den benutzen darf. Da ist, wird auch beschrieben, Discord vom Henry. Wie man das in der XML ändert. Mit Deckel zu. Mit Deckel zu. So. Ist gar nicht viel Arbeit, ist ganz einfach. Und dann bekommt man wieder Mist und Gülle im Kuhstall wie vorher. Und ist dann dort in einem Discord aber alles beschrieben. Geht auf den Link. Und dann unter Hashtag LSModSaren. Findet ihr das dann? Da ist dann alles drin. So, den lassen wir jetzt mal hier stehen. So, brauchen wir jetzt eh nicht momentan. So. Jetzt brauchen wir Stroh. Pass auf, ich sage euch jetzt erstmal die neue Produktion, wo wir haben. Das wäre dann die zweite. Wir können jetzt einmal Butter machen. Und dann ist hier oben neben der Spinnerei. Sind wir? Da sind wir. Da nebendran auf dem Grundstück ist jetzt eine neue Produktion entstanden. Und zwar können wir da Sojaöl und Rapsöl produzieren. Angepasst, wie immer. Und zwar, wenn wir jetzt hier
Sonnenblumen reingeben oder Sojabohnen und Palettenbrauma. Also wir können entweder nur Sonnenblumen und Paletten anliefern oder Paletten und Sojabohnen. Dann bekommen wir Sonnenblumenöl und Sojabohnenöl. Ne? Und das können wir dann verkaufen. Hier werden die Paletten angeliefert und da ist dann später die Paletten, wo dann fertig sind zum Aufladen. Das Öl dementsprechend. Ne? Produktion Sonnenblumenöl. Brauchen wir Sonnenblumenkerne und Paletten. Und dann kriegen wir Sonnenblumenöl raus, genau mit dem Sojabohnen. Brauchen wir Sojabohnen und auch Leerpaletten und dann bekommen wir Sojabohnenöl. So, wenn ich dann mal so in den Verkaufspreise gucke, dann könnten wir da einen richtig großen Reibach mitmachen. Weil wir kommen hier, guck mal, 3.370 bei der Agri-LB. Und Sonnenblumenöl, da sind wir schon bei 3.4. Also das könnte richtig gutes Geld geben. Bei der Butter sind wir bei 1.800. Also da könnte man, wenn wir Glück haben, ja, das würde sich verlohnen. Wir haben ja noch ein paar Sojabohnen haben wir, glaube ich, sogar noch, gell, im Lager. Aber ich gucke mal gerade. Stimmt. 9.571. Die könnten wir zum Beispiel schon mal dahin fahren. Und Leerpaletten brauchen wir dann auch noch. Muss ich mal gerade gucken, wo wir die haben. Leerpaletten. Leerpaletten. Wo haben wir die? Ich glaube, die haben wir hier. Ha? Paletten. Die sollten eigentlich hier mit drin sein. Leerpaletten. Nee. Realistic Cedar. Sack Kartoffeln. Das ist alles realistic. Zuckerrohr. Oh, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo sind die Paletten? Das ist, hier dürfen sie nicht drin sein. Nee, das ist separat. Die müssen die irgendwo. Da ist nur Butter. Big Packs, sind sie hier mal drin? Nee. Okay, muss ich mal gucken, wo es die gibt. Ja. Hier, so schon mal gar nicht. Okay, muss ich mal gucken, wo ich die finde. Aber dann könnten wir auf jeden Fall hier schon mal anfangen mit. Versus Dekoration. Ja. Muss gucken. Finden wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall können wir dann hier herunterfahren. Hab mir hier zwei Einfahrten gemacht. Das war früher alles Wiese. Das hat sich hier wunderbar ergeben. Hier ein bisschen Fels. Da wird dann abgekippt. Und dann kann man hier schön rundfahren. Ein bisschen von oben zeigen. Dann können wir hier rausfahren. Oder kann dann hier reinfahren, ist egal. So. Das ist dann die neue Ölproduktion, sag ich mal. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Wir fahren jetzt erstmal weg. Oh, der hat einen Sound, ey, das ist affengeil, ey. So, wo stellen wir den mal hin? Ja, stellen wir mir hin. Hab dann auch neue Sounds eingefügt, Muttersounds. Die sind, glaube ich, von IFCO. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich meine, IFCO war es gewesen. Beim Fan hört man es, da ist jetzt ein neuer Sound mit drin. Und den brauchen wir später eh für die Paletten, aber wir lassen jetzt mal hier stehen. Wenn wir jetzt mal die Tiere versorgen und nehmen wir jetzt erstmal die Kuhn. Die Futtermischstation, die befüllen wir jetzt erstmal. Das ist jetzt wichtiger. Wir jetzt erstmal Frontlader. Ja, und habe jetzt noch einen Mod mit drin, wo man sieht, was ist. Ne? Diesel, Luft, Beschädigung,
Auch hier bei den Ballen sieht man das jetzt. Füllstand Stroh, 4000 Liter. Aber hier hat man im 17er auch schon so gut gefallen. Habe ich jetzt mal mit reingenommen. Ist das besser? So, dann holen wir mal Frontlader. Der hat jetzt auch einen neuen Sound. Viel satter im Klang. Finde ich eh schöner. Schaufel nehmen wir mit. Die stellen wir jetzt mal woanders hin. Muss ich mir immer noch ein Plätzchen suchen, wo ich die ganzen. Wir haben ja drüben Regal. Dann können sie jetzt nochmal da reinstellen. Da ist hier oben in die Ecke, da muss man sich immer drehen. Ich muss mal einen anderen Platz suchen. Das ist. So. Einmal abkuppeln. Brauchen wir die? Genau. Also muss ich noch ausschalten, dass wenn ich dann Rückwärtsgang reinmache, dass die Kamera dann immer automatisch nach hinten springt. So, aber das soll nämlich auch mit Quaderballen und Rundballen gehen. Man nämlich, wie gesagt, die Tiere, dann produzieren die jetzt schon mal Mist und Gülle und vor allen Dingen auch wieder Milch. Und dann habe ich noch was gefunden und zwar, oh, passt, oh, nee, langsam, das passt nicht. Das wird besser. Ach Quatsch. Ja. Stroh kommt auf die andere Seite. Muss ja hier hin. Ja, ich weiß, dass hier draußen kein Stroh hinkommt. Der muss nämlich hier hin. So, die sind ja jetzt alle brav und die hauen auch jetzt nicht ab. Schon Stroh. Bleiben wir es hier hin. Weiß ja gar nicht. Ja, weil wir die ganze Zeit hier noch nichts gemacht haben. Ja, nee. Dann muss auf die andere Seite. Gut, mache ich dann nachher. Halten wir uns jetzt länger dran auf. Unkraut ist noch gut, aber ist jetzt nicht so viel,
hier und da mal minimal ein bisschen. Da brauchen wir jetzt noch nicht so spritzen oder sonst irgendwas zu machen. Noch ein bisschen Zeit. In der nächsten Folge fahren wir dann mal ein paar Sojabohnen hoch zur Produktion. Ich gucke dann jetzt nachher noch, wie dann, wo die Platten sind. Jawohl, perfekt. Erster Stroh ist drin. Ich muss mal gucken, wir werden, oder wir können auch später, dann hier ein paar Ballen reinsetzen. Ne? Dass man dann hier ein paar Stroh, hier haben wir die Hälfte hier Stroh, Rest Silageballen. Und wir haben vielleicht einen Radlader oder einen Traktor, einen kleiner, wo wir dann hier stehen lassen können, für die zum Befüllen. Dann brauchen wir nämlich nicht immer hier hin und her zu fahren. So, dann habe ich noch was Neues. Aber das zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Ne? Soll ja spannend bleiben. Immer mal was Neues. Aber hier habe ich noch nicht geguckt mit der Textur. Das muss ich auch noch machen. Demnächst. So, jetzt haben wir gerade noch einen Silageballen. Ne, ich habe 4 Stroh, 4 Heu und 4 Silageballen geholt. Zwei sind eingelagert, 2 liegen noch da. Im Rundballenlager oder Quaderballenlager, das war das Beste, was wir machen konnten. So, mach Silageball links. Da war Silage. Jawohl, 4000 Liter. Perfekt. Da kann man nämlich schön rundballen. Reinschmeißen. Stroh können wir da nämlich auch. Gut, Stroh pressen wir ja eh. Ne, ob ganz hier Stroh. Dann machen wir eh Quaderballen, das ist klar. Und hier kommt. Wann das Gras? Gras kam hier rein, schön Gras. Da können wir nämlich Gras rundballen pressen. Und zwar, wie man das mache, zeige ich schon in der nächsten Folge. Ist denn nämlich am Ende. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich gucke jetzt mal noch nach den Paletten, wo die sind, weil die brauchen wir ja. Die müssen wir nach hochfahren. Dann werden wir in der nächsten Folge einen Kipper voll Sojabohnen hochfahren. Und wie gesagt, Link, wie man das macht mit dem Stall, dass auch Mist und Gülle produziert wird, im Link unten vom Henry. Und danke noch für die Kraftfreigabe, Henry, wie gesagt. Und da ist auch dann alles beschrieben. Geht auf den Discord-Link. Und dann steht links Hashtag LSMotzaren. Da mal draufklicken und dann wird er stark geholfen. Da steht aber auch schon alles drin, wie ihr es machen müsst. Also top. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Tschüss.